Hallo und willkommen im Runner's World Podcast. Hier sind wir mit der neuesten Folge, Folge 91 ist es, um genau zu sein. Heute mit zwei Läuferinnen zu Gast, Lisa und Anna Hahner. Viel mehr will ich da aber eigentlich noch gar nicht vorwegnehmen. Eine andere Sache allerdings schon. Diese Folge ist in Kooperation mit Joyboy entstanden. Das ist ein alkoholfreies Sportbier. Und wenn ihr das mit Rabatt probieren möchtet, dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Denn später im Laufe dieses Podcasts gibt es auch noch einen Rabattcode für euch. So, jetzt aber zurück zum Thema. Anna und Lisa Hahner im Gespräch, jetzt und hier in dieser Podcast-Folge. Ganz viel Spaß euch damit. Dann legen wir los mit Runner's World Podcast Folge Nummer 91. Und heute sprechen wir mit zwei, ich würde sagen, zarten Größen des Laufsports, genauer gesagt des Marathonlaufsports und mittlerweile auch noch ein bisschen was anderem. Dazu später mehr. Aber wer sind sie überhaupt? Anna und Lisa Hahner sind heute zu Gast. Erstmal sehr schön, dass ihr die Zeit gefunden habt und euch nehmt und heute unsere Gäste seid. Hallo. Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gern. Vielleicht fangen wir mal gegenchronologisch an. Wir haben uns ja heute zusammengeschaltet und gucken uns jetzt gerade hier über Video an. Wo sitzt ihr denn gerade? Fange ich an? Genau, ich sitze am Chiemsee, genau, also im Süden Bayerns, wahrscheinlich am südlichsten von uns drei. Genau, das ich war Anna, ich Lisa, für die, die unsere Stimmen noch nicht auseinanderhalten können. Ich bin in der Nähe von Berlin, also eigentlich bin ich in Berlin, aber gerade im Trainingslager in Kienbaum. Kennen bestimmt so Leichtathletik-Nerds, so ein Trainingszentrum im Osten von Berlin. Und genau, bin da hier gerade auf meinem Zimmer. Naja, dann sind wir tatsächlich relativ weit verstreut. Ich sitze ja in Hamburg, wo die Redaktion ist. Genau, einmal durch die ganze Republik. Spannend. Da werden wir, glaube ich, gleich auch noch drüber sprechen, wie das kommt, dass ihr jetzt an unterschiedlichen Orten seid. Wahrscheinlich hat es auch mit Training zu tun. Ja, und das wäre auch so eine Frage. Wofür trainiert ihr denn gerade? Also wenn du jetzt zum Beispiel in Kienbaum sitzt, dann klingt das nach einem sehr konkreten Ziel, worauf du hintrainierst vielleicht. Ja, auf jeden Fall für die Straßensaison. Also nächste Wettkampf wird die Adidas Runner City Night sein am 30. Juli. Genau, gibt es noch Plätze, wer laufen will. Ich werde vor Ort sein, freue mich ganz viele Leute zu sehen. Und dann ja, mittelfristig für den Herbst, was genau anstehen wird, das schauen wir mal, wie das Training, wo es hinführt, aber auf jeden Fall für Wettkämpfe im Herbst und halt jetzt im Sommer. Straßenwettkämpfe, muss man ja jetzt immer dazu sagen, bei uns beiden. Das stimmt. Ja, bei mir quasi komplett was anderes. Also deutlich länger und deutlich mehr Höhenmeter. Ich bereite mich auf den, oder also jetzt eigentlich schon nicht mehr vorbereiten, weil der findet in 10 Tagen statt, den Zugspitz Ultra Trail, die 83 Kilometer und 3800 Höhenmeter. Genau, die in Greinau startet und in schön Garmisch-Partenkirchen dann zu Ende ist. Das klingt wirklich nach was komplett Verschiedenem. Ja, spannend. Wie macht ihr das? Schaltet ihr euch dann auch jetzt irgendwie öfter zusammen und macht Videocalls? Ja, lustigerweise Videocalls zwischen Anna und mir so gut wie nie. Das ist immer so voll ungewohnt, wenn wir das halt irgendwie so beruflich machen. Aber am Telefon sind wir sehr oft irgendwie und so energetisch verbunden, würde ich sagen, halt immer. Also man spürt immer eine Verbindung. Und ja, wenn wir was reden wollen, dann sprechen wir eigentlich immer über einfach Audiospur sozusagen. Ja, ich glaube genau das, dass man halt nicht das Gefühl hat, man muss die andere sehen, um halt irgendwie alles von ihr mitzubekommen. Also das ist, wenn man die andere, also wahrscheinlich müsste man sie nicht mal sprechen hören, sondern wenn man halt am Telefon ist und beide schweigen sich an, weiß man trotzdem, wie es der anderen geht so. Und ich glaube, das ist der Zwillingsvorteil, dass gar nicht notwendig ist, so viele Sinneseindrücke von der anderen zu bekommen, um zu wissen, wie es der anderen geht. Okay, spannend. Also es gibt wahrscheinlich, oder sicher, nur relativ wenig Menschen, die das genau nachvollziehen können. Gut, wie gehen wir vor? Also, warum frage ich so ein bisschen, das ist ja komisch, dass ihr jetzt nicht mehr am selben Ort wohnt. Man kannte euch ja ganz lange immer so als Doppelpack, ne? Und dann räumen wir vielleicht doch nochmal jetzt irgendwie das Ganze ein bisschen chronologisch auf. Ihr seid 2016 in Rio den Marathon mitgelaufen, den Olympischen. Und genau, wie gesagt, man kannte euch da immer so als Doppelpack.
Vielleicht holt ihr uns noch mal so ein bisschen ab, was ist seither passiert und wie kommt es, dass jetzt die eine von euch durch die Berge rennt und die andere weiter die Straßen unsicher macht? Ja, krass, stimmt. Lange Zeit oder viel passiert seitdem, seit 2016. Bis 2017 haben wir beide zusammen im Schwarzwald gewohnt, zusammen trainiert, zusammen gelebt, alles zusammen gemacht. Und nach Rio war schon so eine Zäsur, dass wir gemerkt haben oder dass ich gemerkt habe, dass ich mich halt irgendwie nicht mehr wohlgefühlt habe, nicht mehr am Ort, wo ich war, nicht mehr, wie es so in meinem Leben lief, sowohl körperlich als auch psychisch ging es mir ziemlich schlecht. Und dadurch ist es mir auch recht einfach gefallen, eine Entscheidung zu treffen, was zu ändern, weil wenn es einem gut geht, dann macht man halt immer weiter und stellt halt nichts in Frage. Und ich habe halt gemerkt, so okay, mein Körper sendet 1000 Signale, dass ich was ändern soll. Und dann habe ich beschlossen, den Wohnort zu wechseln oder auch den Trainer. Und da bin ich nach Berlin gekommen. Und deshalb bin ich seit 2018 in Berlin und gebe mal an Anna weiter. Genau. Und ja, ich habe erst noch in Anführungszeichen weitergemacht. Bin dann auch 2017 in Berlin nochmal Marathon gelaufen und fünfte insgesamt geworden, beste Europäerin. Was im ersten Moment richtig gut klingt, sportlich gesehen auch gut war. Nur das ist das, was Lisa angesprochen hat, gleichzeitig auch immer ein Problem, wenn es gut läuft, ist der Drang, etwas zu verändern, nicht so wirklich da. Und es war aber trotzdem notwendig, also weil ich das körperlich halt einfach gemerkt habe, ich ständig irgendwelche Beschwerden hatte und auch das Training zwar so umsetzen konnte, aber nur mit 3-mal Physiotherapie die Woche, was ja eigentlich auch schon ein Signal ist, dass dann halt irgendwas nicht stimmt. Da wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wenn schon der Marathon einfach gar nicht gut gelaufen wäre, weil dann hätte ich, glaube ich, das ziemlich schnell gemerkt, ich muss das verändern. So war halt nochmal so, wow, richtig cooler Wettkampf. Ja, deswegen habe ich dann ein bisschen länger gebraucht, um mich neu aufzustellen. Bin dann irgendwann in die Berge gezogen, aber nicht mit dem Antrieb, dann in den Bergen zu laufen. Also das war eher dann Zufall. Zufall, wenn man die Definition von Zufall nimmt, dass einem was zufällt. Also weil irgendwie ist mir dann die Möglichkeit, in den Bergen zu laufen, zugefallen. Und von daher bin ich seit letztem Jahr eben in den Bergen unterwegs und habe da so eine krass neue Liebe zu Laufen gefunden und eine Leidenschaft fürs Laufen, dass ich so zu 100% on fire bin, so genau wie ich mich gefühlt habe, als ich vor 15 Jahren das erste Mal überhaupt gelaufen bin. Das ist eigentlich doch euer gemeinsames Motto, ja, irgendwie was Neues und was anderes machen. Interessant. Vielleicht aber noch kurz anknüpfend an vor 15 Jahren das erste Mal gelaufen. Ihr seid ja auch zum ersten Mal bei uns im Podcast. Also insofern müssen wir die, glaube ich, nochmal aufgreifen, die Geschichte, wie ihr überhaupt zum Laufen gekommen seid. Ah ja, die erzählen wir auch immer noch sehr gerne, auch nach 15 Jahren, weil es halt irgendwie uns selbst jedes Mal begeistert, weil es halt einfach so cool war oder so absurd auch im positiven Sinne. Und zwar am 8. Februar 2007 haben wir bei uns in der Zeitung gelesen, dass Mr. Joey Kelly, ehemaliges Mitglied der Kelly Family, wer kennt sie nicht? Genau, einen Vortrag hält. Und da ging es halt um seine extremen Abenteuer und so, um seinen Sport. Aber zugegebenerweise sind wir weniger wegen des Sports, sondern eher, weil es halt ein ehemaliges Mitglied der Kelly Family war, dann gegangen. Wir haben gedacht, okay, das klingt interessant, das Sportzeug, aber wir wollen unbedingt Joey sehen. Und dann sind wir halt dahin und ja, wir waren so krass geflasht und begeistert an dem Abend, weil Joey das so mit so viel Energie und Leidenschaft rübergebracht hat. Also es ging auch gar nicht primär ums Laufen, sondern man hat gemerkt, er hat was gefunden, was ihn halt wirklich total erfüllt und super viel Freude macht. Und das war halt bei ihm das Laufen und da haben wir gedacht, okay, dann müssen wir das Laufen auch mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja bei uns genauso. Und Joey hatte an dem Abend gesagt, wenn ihr etwas ändern wollt, dann fangt sofort damit an. Und dann sind wir am nächsten Tag laufen gegangen. Also noch in Tischtennisschuhen und völlig naiv und ohne irgendein Wissen. Aber dafür mit Trinkpäckchen und Müsliriegel bewaffnet, weil wir dachten, nicht, genau, dass wir verhungern während des Laufens. Die
viele Kilometer waren das? Das waren so ungefähr 7 jetzt im Nachhinein. Aber wir haben zwischendurch nach der Hälfte eine Pause gemacht und erstmal gedrückt. Ja, und das war dann auch so der Anfang. Also uns hat halt total das Lauffieber gepackt. Und wir haben vorher auch zum Beispiel so Runners World oder so, wir hatten keinen Kontakt zur Laufwelt und auch keinen Läufer gekannt und kein Laufbuch oder irgendwas über Lauftechnik gewusst. Aber ab da haben wir uns irgendwie das ganze Geld in Laufbücher gesteckt, in Laufzeitschriften, in geschaut, was wir auf YouTube finden konnten. Also wir haben wirklich so richtig abgenerdet, weil wir das halt so geliebt haben. Und ja, bis heute. Ja, und ihr habt es ja auch dann total schnell professionalisiert, nicht? Also ihr wart ja dann auch total schnell irgendwie ziemlich weit oben. So, das ist schon erstaunlich. Also gut funktioniert der Vortrag vom Joey Kelly. Ja, ich glaube, es hat uns selbst überrascht gehabt, irgendwie, wie schnell das ging, weil wir halt auch noch viele andere Hobbys hatten. Genau, Anna. Ja, und wollte gerade noch anfügen, dass wenn, also weil Joey ja immer noch Vorträge gibt, also wenn irgendjemand eine Möglichkeit hat, dort zu einem Vortrag zu gehen, können wir mega empfehlen. Also wir haben den Vortrag mittlerweile auch schon mehr als einmal gehört und jedes Mal denken wir so, wenn wir jetzt noch nicht laufen würden, wir würden wieder jetzt mit dem Laufen anfangen. Also es ist einfach so, so cool. Und es war tatsächlich anfangs so, dass wir ja gar nicht wussten jetzt, wie gut oder wie schlecht wir sind, weil wir uns immer nur im eigenen Vergleich gesehen haben. Also das heißt, Lisa und ich sind zusammen gelaufen und wir hatten keine Uhr an. Wir wussten nicht, wie schnell wir laufen. Und also es war wirklich, der Antrieb war halt einfach die Freude am Laufen. Und dann halt erst, als wir dann die ersten so Volksläufe mitgemacht haben und dadurch auch den Vergleich zu anderen Frauen hatten, haben wir dann gemerkt, dass wir da ja eigentlich, dass wir da ziemlich gut drin sind und halt die ganzen Hobbys, die wir halt in unserer Kindheit und Jugend gemacht haben oder damals noch gemacht haben, uns so ein gutes aerobes Haus sozusagen gegeben haben, Fundament, auf dem wir dann halt aufbauen konnten mit dem Laufen, ohne dass wir halt spezifisch vorher das Laufen trainiert hatten. Habt ihr wahrscheinlich auch danach mit Joey Kelly nochmal gesprochen, wenn ihr noch weitere Vorträge gehört habt? Also ihr wisst gegenseitig, wer ihr seid. Ja, Joey hat uns dann mal gesagt, dass er auf einmal so angesprochen wurde, dass er ja so 2 Läuferinnen zum Laufen gebracht hat. Und am Anfang hat er gedacht, hä, wie ich? Wie soll das gehen? Und ja, mittlerweile sind wir im engen Kontakt und er schreibt zu uns und wir schreiben ihm und er hat schon gesagt so, ey, nein, ich bin euer größter Fan. Also was halt für uns so voll cool ist. Ja, genau. Das ist wirklich cool. Aber gut, zurück zu euch. Was mich auch noch total interessieren würde, wäre, gab es dann so den einen Punkt, wo ihr beschlossen habt, diese ganzen anderen Hobbys, die sind jetzt nichts mehr? Und gab es dieses, jetzt setzen wir alles auf die eine Karte laufen? Also kann ich mir noch nicht so vorstellen. Ja, das ist spannend, dass du das fragst. Also weil das war uns immer halt extrem wichtig oder das war auch von unseren Eltern wichtig. Wir durften so viele Hobbys machen, wie wir wollen und das haben wir auch ausgenutzt, solange wir halt jedes regelmäßig machen. Also es gab halt nicht, dass man dann bei einem Hobby mal gesagt hat, nee, diese Woche gehe ich da nicht hin. Und anfangs war es dann so, dass wir dann halt das Laufen noch in den vollen Schul-Hobby-Alltag integriert haben. Das heißt, wir sind dann halt haben unserer Nachbarin, die auch gleichzeitig unsere beste Freundin war, nachmittags dann halt immer unsere Rucksäcke mit nach Hause gegeben. Die hat sie dann halt mit nach Hause genommen und wir sind dann von der Schule heimgelaufen, um dann halt zu laufen. Also so haben wir das halt versucht, da noch in den Wochenrhythmus zu integrieren. Und als wir dann halt gemerkt haben, nee, wir wollen aber mehr laufen, war dann irgendwie für uns klar, dass Laufen, also wir haben das gar nicht in Frage gestellt, dass Laufen nicht die Nummer 1 ist, obwohl wir die anderen Hobbys schon viel länger gemacht haben, war einfach klar, okay, welche Hobbys fahren wir zuerst drunter, damit wir mehr Zeit und mehr Platz fürs Laufen haben. Also das war auch keine bewusste Entscheidung. Für uns war das einfach klar, dass es so sein muss. Ja, und hinzu muss man sagen, das ist auch richtig cool war irgendwie von unserem Umfeld, also sei es von unserem Tischtennistrainer, also wir haben halt mit 5 oder 6 Jahren angefangen, Tischtennis zu spielen oder halt auch im Orchester. Die haben gemerkt, also die haben gesehen halt, wie leidenschaftlich wir halt immer dabei waren und wie zuverlässig das war.
wo sie gemerkt haben, oh krass, die haben halt irgendwie so eine neue Liebe gefunden, haben sie das irgendwie so unterstützt und gesagt, sie finden das cool und haben sich eher immer gefreut, wenn wir gesagt haben, ja, an dem Tag haben wir noch Zeit oder ja, wir springen ein und spielen Ersatz bei der Damenmannschaft oder so oder ja, wir können den Auftritt, wir kommen eine halbe Stunde später, aber können dann mitspielen, wenn das halt irgendwie so ein Musikfest war. Ja, die haben das voll toleriert und uns da irgendwie so machen lassen, was sehr wichtig war, glaube ich. Und das klingt auch so, als hättet ihr ganz früh gelernt, so viele Sachen unter einen Hut zu kriegen, was ja dann vielleicht für später auch total wichtig war. Also so stelle ich mir das zumindest vor, weil ihr ja auch nicht den ganzen Tag lauft, sondern ihr macht ja auch noch irgendwie euren Running Club, korrigiert mich, wenn ich jetzt das ja, falsch genau. sage. Also ihr seid ja quasi auch Unternehmerin gleichzeitig und das ist ja dann auch nochmal eine ganz andere Herausforderung, das so zu koordinieren. Ich glaube, das generell als Selbstständige, das wird jeder kennen, ist es halt, man kriegt keine Struktur vorgegeben. Und das hat natürlich einen riesen Vorteil, weil man super flexibel ist. Und gleichzeitig ist man natürlich aber auch gefordert, dann sich den Tag auch so einzuteilen, dass halt auch alles passt und für alles genügend Zeit ist. Und ist tatsächlich so, dass wir dadurch halt das im kleinen Rahmen dann halt schon während, ich sag mal, der Oberstufenzeit dann halt irgendwie gelernt haben, wo wir dann halt auch, oder auch während des Studiums, dass man halt Studium und Leistungssport dann halt unter einen Hut bekommt und halt wir uns damals dagegen entschieden haben, das Studium irgendwie zu strecken, sondern wir hatten irgendwie das Bestreben, das in der Regelstudienzeit durchziehen zu müssen. Und aber das hat uns halt schon gelernt, dass man dann halt den Tag gut einteilt und natürlich ein riesen Vorteil, wenn man halt zu zweit ist. Also das ist, ich glaube, das ist halt was ganz anderes, wenn man sowas alleine stemmen muss oder ob man eine zweite Person hat. Nicht nur die einen halt so bei Sachen unterstützen kann, sondern auch als emotionale Unterstützung, die halt dabei ist. Ich glaube, das ist ja, das ist ein Riesenvorteil, den wir natürlich vielen anderen voraus haben und für das wir halt super dankbar sind. Ja, und was wir gleichzeitig auch lernen mussten, dass unser Talent, den Tag zu strukturieren und alles irgendwie unterzubringen, uns natürlich irgendwann auch an unsere Grenzen geführt hatte. Also wenn man Rio anspricht und 2015, 2016, vielleicht auch noch ein bisschen 2017, dass das halt irgendwann zu sehr auf unsere Substanz ging. Also wir haben alles machen können, das Training immer untergebracht und ja, das hat Spaß gemacht, das hat Spaß gemacht so. Aber irgendwann, ja, der Körper braucht halt auch irgendwie Zeit für sich, zur Erholung. Und das halt auch jetzt fest in den Tag mit einzuplanen, ja, das haben wir gelernt und das merken wir, wie sehr wir davon profitieren. Okay, das ist also etwas Neues, was ihr jetzt auch so aktuell umsetzt. Das interessiert mich natürlich auch sehr, wie ihr jetzt euer, also nicht falsch verstehen, das neue Leben organisiert sozusagen. Ja, das finde ich spannend. Ich habe natürlich auch ein bisschen recherchiert. Bin da zum Beispiel drauf gestoßen, Eisbaden zur Regeneration ist etwas, was ihr jetzt macht. Genau, also der Antrieb war nicht mal zur Regeneration, sondern vielleicht, okay, Regeneration, aber fast eher für den Kopf als für den Körper auch. Also weil der Moment im Eiswasser zu sein, einfach alle Gedanken ausschaltet. Und es ist halt so ein cooles Gefühl, dass man halt so zu 100% bei sich selbst ist. Und das habe ich schon vor zweieinhalb Jahren schon angefangen und würde das nicht mehr missen wollen. Und Lisa war erst ein bisschen zögerlich, aber so langsam freundet sie sich auch mit an. Also ist klar, wenn sie bei mir hier unten ist, dann hat sie keine Chance. Oder wie sie immer sagt, wenn alle sagen, du bist so mutig, dass du da mitgehst. Und sie sagt immer, ich bin überhaupt nicht mutig, sonst würde ich sagen, dass ich keine Lust drauf habe. aber mittlerweile geht sie ja jetzt sogar in den Kiefbaum, hat sie mir Bilder geschickt, in die Kältekammer. Von daher scheint Lisa mittlerweile auch in der Kälte einen Freund gefunden zu haben. Ja, auch da wieder gut, dass ihr zu zweit seid, irgendwie immer noch, trotz der örtlichen Trennung und euch gegenseitig pushen könnt. Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist das eh so ein Ding, wenn es Anna macht irgendwie, dann mache ich es natürlich auch. Und ich finde es nicht immer sofort gut und überlege so, ist das was für mich? Aber
Ja, ich muss wirklich zugeben, dass ich die Kälte auch lieb gewonnen habe. Ich bin noch nicht so crazy wie Anna, die jedes Mal, wenn sie an irgendeinem fließenden Gewässer, egal wie es ist, vorbeiläuft, der erste Gedanke ist: Wow, wie genial, komm, lass uns da reingehen. Ich sehe das Gewässer und mein Gedanke ist dann: Oh shit, jetzt denkt Anna schon wieder, oh genial, lass uns da reingehen. Und du so, wie viel Grad hat das wohl? Ja, genau. Sehr, sehr kalt immer. Ja, aber es ist cool, also einfach offen für Dinge zu sein, die zu machen und lieben zu lernen. Oder halt vielleicht, aber mir fällt jetzt gar kein Beispiel ein, irgendwie, wo ich sagen würde, okay, das habe ich ausprobiert und irgendwie gemerkt, das ist nichts für mich. Aber wäre ja auch fair. Also man muss ja nicht ins kalte Wasser gehen, wer das nicht mag. Aber ausprobieren soll das jeder mal. Okay, also Empfehlungen an alle da draußen, das Auf mal jeden Fall. auszuprobieren. Okay, ist ja auch grundsätzlich eine spannende Frage, wie ihr euch so gut ergänzen könnt, ne? Also man könnte ja von außen auch schnell denken, dass ihr euch eigentlich total als Konkurrentin sehen könntet, müsstet. Das tut ihr aber so gar nicht, ne? Der Gedanke kommt uns irgendwie nicht auf. Also, warum sollte man sich als Konkurrentin sehen? Also, weil wir halt gefühlt ja in gewisser Weise auch eins sind. Also, natürlich zwei unterschiedliche Persönlichkeiten, zwei unterschiedliche Menschen, aber trotzdem ja irgendwas, was uns verbindet. Und das, wenn die eine was erreicht, spürt es ja auch die andere. Und das ist ja natürlich, also, wenn es der anderen schlecht geht, geht es der anderen ja auch schlecht. Also, deswegen wünscht man ja immer der Rein anderen, dass es ihr, genau, eigentlich egoistisch. total, So ist es. dass es ihr gut geht, damit es einem auch gut geht. Ja, aber es ist ja Ja. tatsächlich so der Vorteil, dass es, wenn eine von uns beiden halt irgendwie gerade irgendwie mal Beschwerden hat oder auch verletzt ist und der anderen es gut geht, dass es ein hochzieht. Also das ist dann nicht so, dass man dann denkt, oh, die kann jetzt laufen und ich nicht, sondern es ist dann eher so, oh, ah, cool, bei ihr, also sie kann laufen, ich weiß, dass ich da auch wieder hinkommen werde. Und ich glaube, das ist auch so cool, also was man jetzt immer mehr spürt, so in der Frauenlaufwelt, auch in Deutschland, dass irgendwie jeder irgendwie froh ist, dass es so viele gute Läufer gibt und weil jeder halt davon profitiert. Also Laufen ist halt einfach ein Thema. Und ja, ich habe zumindest an mich kommt nichts rein oder so. Also wir verstehen uns mit jedem gut. Mit dem einen hat man mehr zu tun, mit dem anderen weniger. Ist halt auch ein bisschen ortsabhängig. Irgendwie Rabea und Debbie zum Beispiel sind ja sogar in meinem Team hier in Berlin. Und es ist einfach cool, dass es so viele Läufer gibt, die gut sind. Und damit laufen dann irgendwie doch ein bisschen zum Mannschaftssport und man ist Aber auf dann jeden nicht mehr so Fall, allein. ja. Hundertprozentig, ja. Und auch das ist, glaube ich, der Vorteil auch dadurch, dass wir jetzt ein bisschen in unterschiedliche Disziplinen so unterwegs sind, wird halt das Feld an Läufern, was halt irgendwie zu unserem Umfeld gehört, halt Ja. immer größer. Und das ist halt irgendwie so cool, ja, eben, dass man merkt halt, mit wie vielen Leuten man dann befreundet ist und dass dadurch halt auch die Verbindung zwischen Trailläufern, Straßenläufern und jetzt ich war jetzt am Wochenende bei den Trailrunning-Europameisterschaften, wo dann halt auch klassische Bahnläufer unterwegs waren und wo ich mich halt so gefreut habe, dann halt mit denen wieder mehr zu tun zu haben. Und weil das ist ja selten, dass man sich sonst bei irgendwelchen Wettkämpfen sieht. Und so ist auch das, wie wir Laufen halt insgesamt sehen, so als eine Sportart. Und im Prinzip ist es doch egal, ob man jetzt die Berge hochläuft, auf der Bahn seine Runden dreht oder die Straße des 17. Junis in Berlin hoch und runter rennt. Ja, im Januar waren wir sogar zusammen in Norwegen im Trainingslager, also mit meinem Berliner Teamgruppe. Und Anna war halt auch dabei und Kimi Schreiber, eine super Adidas Terex Trailläuferin, kam auch dazu. So. Und wir waren halt einfach ein geiles Haus mit fünf Mädels und unserem Coach, die Bock hatten zu trainieren. Und ich meine, Skilanglauf bringt halt jedem von uns was. Das ist halt super viel Kraft, super viel Ausdauer. Und Okay. ja, umso schöner ist das, wenn man das irgendwie teilen kann, die Leidenschaft. Ich wollte schon fragen, warum man ein Trainingslager in Norwegen macht, aber Skilanglauf ist dann natürlich die Erklärung dafür. Vor allem im Januar. Und wegen des Skilanglauf. braunen Käses. Ja, wegen des braunen Käses. Ja, da Ja, gibt's Lisa, du weißt den Namen vielleicht, aber auf jeden Fall der Oh, Käse, Nord.
Genau, der schmeckt halt super karamellig und es liegt daran, dass man dort halt den Milchzucker karamellisieren lässt und dadurch der Käse auch braun wird. Also das ist ganz natürliche Zutaten, halt wie auch normaler halt ein Käse, den man halt in Deutschland gewöhnt ist. Aber der schmeckt halt durch das Karamellige süßlich und wir fahren total drauf ab. Und das ist aber sowas, was Leute lieben oder halt gar nicht damit klarkommen. So ein bisschen wie Lakritz oder so. Ja. Okay, verstehe. Den kann man aber wahrscheinlich hierzulande nicht kaufen, um ihn mal zu probieren, oder? In ausgewählten Feinkostläden in Berlin, ja. Im KDW findet man den. Wenn man sich was gönnen möchte, ja. Ja, nee, manchmal sogar am Edeka oder Rewe oder so. Also stimmt. Einfach mal in der Käsetheke nachfragen nach norwegischem Braunkäse und sagt uns gerne Bescheid, wer es getestet hat, ob ihr Team Ja seid oder ihn nicht so mit. Noch unentschlossen seid. Genau. Perfekte Überleitung auf jeden Fall zum Thema Ernährung. Das ja bei euch auch ein Wichtiges ist, würde ich sagen. Also ich glaube, ihr postet schon ganz lange Rezepte und kreiert auch gerne Rezepte. Genau, habt ihr da auch irgendwie eine neue Philosophie, was die Ernährung angeht? Ernährt ihr euch irgendwie speziell? Gibt es da Updates? Ja, also das ist, wir der Ansicht sind, also dass man auf seinen Körper hören darf und der Körper weiß, was für ihn gut ist. Und wichtig dann ist aber auch quasi das Körpergefühl wieder auf das Körper, also wahrzunehmen. Also es ist natürlich oft so, also dass wenn man halt irgendwie zuckerabhängig ist, was ich auch mal eine Zeit lang war, wenn man halt, also das ist wie eine Sucht, also wie Alkoholsucht, dass man dann halt der Körper, der giert nach Zucker, obwohl das halt überhaupt nicht gut für einen ist. So. Hm. Und wenn man halt davon weg ist, dann hört man halt, was der Körper wirklich mag. Und dann gleichzeitig aber auch das Essen, was ist, was einen Freude bereiten machen soll. Und deswegen ist halt super wichtig, es Essen zu genießen. Und wenn man Lust auf ein Stückchen Kuchen hat, dann ist ein Stückchen Kuchen auch völlig in Ordnung. Und auch völlig in Ordnung, wenn da halt Zucker drin ist und alles. Also Zucker ist nicht, ein bisschen Zucker ist nicht schlecht. Sondern halt, wenn man aber halt das dann sich nur noch von Zucker ernährt, ist schlecht. Also da halt immer eine Balance zu finden zwischen, ich gönne mir was, freue mich darüber und werd aber nicht abhängig von solchen Lebensmitteln. Also habt ihr eine Zucker-Detox-Kur gemacht? Ja, tatsächlich. Also das ist so, das war dann auch so 2017, 2018, als ich dann mittlerweile so einen Schokoladenlöffel hatte, dass ich halt so 3-4 Tafeln am Abend halt easy gegessen habe. Und das ist halt auch ein bisschen die Gefahr, wenn man halt Sportlerin ist und halt einfach so einen riesen Energiebedarf hat, dass es ja auch kein Problem ist, so viel Energie zu sich zu nehmen. Also die Energie braucht ja mein Körper. Nur ist halt eine Frage, ob man die Energie dann halt nur durch Schokolade oder eben dann halt durch gesunde Lebensmittel zu sich nimmt. Also ich habe auch so mich gesund ernährt, aber quasi das on top Energie, was ich als Leistungssportlerin brauche, das habe ich dann halt mit Schokolade gedeckt. Und da habe ich dann Fastenzeit sei gepriesen. Also da gibt's ja vor Ostern 40 Tage Fastenzeit, also beziehungsweise 47 Tage, wo ich dann 47 Tage halt komplett auf Zucker verzichtet habe. Und da, ja, das war sehr hart die ersten Tage. Und aber dadurch erst an meinem Körper dann gespürt habe, wie der echt nach also Zucker so auf Entzug geht. Oder ja. Und das war halt eher der Moment, weil ich habe immer so für mich gesagt, naja, wenn ich wollte, könnte ich auch einfach keine Schokolade essen. So. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das sieht mein Körper aber anders. Ja, und das aber dann, und dadurch dann halt mittlerweile halt voll die gesunde Balance gefunden habe. Ich liebe es, also ich habe heute mit meiner Oma telefoniert und die hat auch gesagt, also Leute, die keine Schokolade essen, die verpassen doch was im Leben. Da habe ich gesagt, Oma, da bin ich ganz deiner Meinung. Ich liebe auch Schokolade und das heißt ja, das zu genießen. Und wenn man dann halt einen Riegel Schokolade genießt, ist es ja super. Ist für die Seele gut und auch für den Körper.
Ja, und ähnlich ist es, glaube ich, auch mit dem Alkohol. Also wir haben seit einem Jahr oder einem guten Jahr jetzt unser Hanna Twins Coaching, wo wir Trainingspläne und Ernährungspläne schreiben. Und da geht es halt auch darum, den Leuten zu sagen, dass sie nicht irgendwie komplett ihr Leben oder ihre Ernährung umstellen müssen, sondern dass ein bisschen genauso gehe ich. Aber Anna, du weißt schon, dass wir das Video, das nehmen wir nicht auf. Du musst das Logo nicht in die Kamera Nee, halten. nee, ich mach das, weil ich gerade, wenn Lisa Sorry. davon redet, kriege ich gerade Durst. Okay, wie wir das schneiden, Ja. weil es mir, Ja. keine Ahnung, keine Ahnung. Ich rede jetzt einfach weiter und erzähle, warum ich gelacht habe. Genau, weil Anna eine sehr, sehr große Biertrinkerin ist, muss ich als Zwillingsschwester, ja, was heißt zugeben, anprangern würde ich es auch nicht. Aber in Bayern ist halt auch üblich, normalerweise Bier halt mit Alkohol zu trinken. Und da hat Anna halt auch gemerkt, dass das halt nichts ist, was man jetzt jeden Tag machen sollte, um da halt ja, dem Körper auch Regeneration zu gönnen. Ich möchte hinzufügen, dass ich das aber gemerkt habe, bevor ich das halt in zu Ja. viel Maße gemacht Genau, und versuchen wir auch den Leuten dann irgendwie so Alternativen zu sagen. Also wer Bier mag, probiert mal alkoholfreies Bier aus. Und das, was Anna gerade aufgemacht hat, ist halt Tollbräu. Also es gibt halt wirklich richtig geiles alkoholfreies Bier, was zugleich ein Recovery-Shake ist. Und ja, eher so zu überlegen, okay, also bei der Ernährung, was ist dir wichtig? Und dann lass uns doch mal schauen, dass wir die Ernährung darum aufbauen. Also wenn du jemand bist, der sagt, ja, ich liebe aber Süßspeisen, ja, dann lass doch mal schauen, wie können wir die ein bisschen gesünder machen und so Stück für Stück dann die Ernährung umstellen. Oder wenn jemand sagt, ja, aber ich liebe einfach Pizza, ja, dann lass doch mal schauen, wie wir die Pizza irgendwie gesünder machen können. Und einmal die Woche kannst du halt dann auch zum Italiener gehen und so die Pizza essen, wie du so immer gegessen hast. Also, dass es eher Ja. darum geht, irgendwie, ja, dass man sich wohlfühlt, anstatt dass es halt irgendein Zwang ist oder ja, irgendwie immer so in, das darf nicht, weil darf nicht, das macht nie gute Gefühle. Ja, und auch halt, das merken wir auch selbst, dass es oft auch einfach ist, sich irgendwie einfach den Kontakt davon zu finden und sich daran zu gewöhnen. Also das heißt, wenn Leute zu uns kommen, ich habe auch einen Freund, der dann immer sagt so, das sieht so gesund aus, was es bei dir gibt. Und aber natürlich, er wird sich zu Hause, ernährt er sich komplett anders, ist auch kein Sportler, und aber lässt sich trotzdem drauf ein und isst dann bei mir halt vegane Burger und ist dann halt selbst überrascht von sich selbst, dass ihm das schmeckt oder dass es ja gar nicht so gesund schmeckt, wie es halt tatsächlich ist. Also ich glaube, dass Leute dann manchmal auch halt einfach ein Bild im Kopf haben, dass entweder schmeckt gut oder es ist halt gesund. Und das versuchen wir halt ja zu zeigen, auch dass es beides geht. Also Ja. man kann gesund und lecker essen und auch, dass, wie Lisa gesagt hat, man nicht das Gefühl hat, auf irgendwas verzichten zu müssen, weil wir lieben beide Burger, wir lieben Pizza. Ich liebe selbstgemachte Pasta, fast aber noch mehr liebe ich Pizza. genau, und aber dass das halt kein Problem ist, das alles zu essen und sich trotzdem gesund zu ernähren. Und Lisa, war es bei dir auch der Zucker? Also hast du dann kurz drüber nachgedacht und die Zucker-Detox-Challenge mitgemacht? Oder war das bei dir nicht so? Bei mir war es sogar ein Schritt vorher. Also mein Körper, ja, im Nachhinein bin ich dankbar, weil mein Körper einfach rebelliert hat und ich habe so gut wie kein, also ganz, ganz viele Sachen gar nicht mehr vertragen, sei es Gluten, Laktose, Lektine. Ich habe Fructoseprobleme gehabt und ich habe dann halt einfach wirklich auf ganz viel verzichtet und habe dann erstmal auch 10 Tage richtiges Fasten gemacht, um dem Körper halt oder dem Darm irgendwie so die Möglichkeit zu geben, zu regenerieren. Und das hat mir schon sehr, sehr viel geholfen. Ich glaube, das war dann meine Detox. Zuckerkur und dann habe ich halt so Stück für Stück wieder angefangen, manche Lebensmittel wieder reinzunehmen. Ich mache noch viel, also ich, wenn ich selbst für mich koche, gerne auch glutenfrei. Was auch praktisch ist, weil meine Laufkollegin Christina Gerdes, liebe Grüße, kein Gluten Shoutout. verträgt. Und das ist halt auch immer das, was wir irgendwie machen wollen. Wenn wir Leute einladen, dann schaue ich irgendwie, haben die Unverträglichkeiten oder bestimmte Ernährungsrichtung. Und dann mache ich halt alles so, dass jeder alles essen kann. Weil Essen ist für mich halt immer was Soziales. Und da will ich nicht sagen, ah, das darfst du nicht essen und da ist das drin und da ist das, sondern
jeder kann alles essen, weil ja, wenn sich jemand vegan ernährt und der andere nicht, kann der, der sich ja nicht vegan ernährt, trotzdem alles essen zum Beispiel. Und dann versucht man das halt irgendwie schön bunt und so zu machen, dass jeder irgendwie Gefallen dran hat. Sehr cool. Noch einmal kurz zum Joybräu, das wir schon im Hintergrund gehört haben, an der sich jeweils aufgemacht hat. Genau, ist ja auch Partner unserer Folge heute. Vielleicht kurz, wie seid ihr zueinander gekommen? Wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Ja, ich glaube, die wurden auf die Biertrinkerin aufmerksam. Der ruft einen anderen voraus. Ja, genau. Und dann hat Ramona, also haben wir halt Kontakt gehabt und habe ich gesagt, oh ja, also würde ich super gerne mal probieren, halt weil ich tatsächlich ja auch immer interessiert daran bin, neue Produkte kennenzulernen und halt, wie jetzt schon ein oder zweimal erwähnt wurde, ich an sich Bier sehr gerne mag. Und da war ich halt super gespannt eben, wie mir das schmeckt, wie ich damit klarkomme. Und war dann halt so, boah, Lisa, das muss man probieren, das ist mega cool. Genau, und dann ist ja zum Glück Lisa, wenn ich so begeistert von irgendwas bin, dass sie dann halt auch immer sofort offen ist und denkt so, na okay, wenn die Anna sagt, das ist cool, dann probiere ich das vielleicht mal. genau, und so sind wir dann eigentlich zusammengekommen. Also über die Produkte sozusagen, dass wir halt voll begeistert davon sind, ja. Mhm. Und eine von euch beiden sagte auch schon gleichzeitig Recovery Drink. Also ist ja dann sicher auch was ihr im Training einfach merkt, ne? Wenn ihr Ernährung und Trinken irgendwie gut aussteuert, dass ihr dann vielleicht besser trainieren könnt. Ja, und auch halt vor allem das, was ich auch sehr merke, also vielleicht auch durch die ganzen Höhenmeter und so noch mehr, halt auch den Bedarf an Aminosäuren im Körper. Für die Muskeln, für die Regeneration. Also natürlich ist das Downhill-Laufen halt nochmal eine andere Beanspruchung für die Muskulatur. Und das ist auch was ich so ein bisschen das Verhältnis, sage ich mal, meine Ernährung verändert habe, dass ich mehr Proteine zu mir nehme, weil ich merke, dass mein Körper halt durch das Berglaufen mehr Muskeln ein größerer Faktor ist. Genau, und dann ist halt super cool, wenn man tatsächlich dann halt auch halt dann durch Getränke dann halt auch schon Teil seines Proteinbedarfs irgendwie decken kann. Ja, und was halt auch voll schön ist, Ramona, mit der wir da in Kontakt sind, kenne ich halt auch schon viele Jahre, sie ist ja selbst irgendwie begeisterte Läuferin und war damals in Rio auch als rasende Reporterin so vor Ort, also es zeigt halt wieder, wie klein die Laufwelt ist und wie schön das auch ist, dass man sich halt teilweise halt echt schon ewig kennt und mal mehr Kontakt hat, mal weniger, aber immer, wenn man sieht, sich freut und halt immer irgendwie so positiv zueinander ist. Und das hat uns natürlich auch gefreut, Ramona wieder mal zu sehen. Ja, schön. Also ihr seid voll drin in der Läuferwelt, ne? Könnt ihr euch noch ein Leben ohne Laufen vorstellen? Also ich glaube, euer Studium war ja Lehramt sogar. Also genau. Könntet ihr euch vorstellen, jemals zu sagen, so, jetzt werden wir doch einfach Lehrerin? Also Leben ohne Laufen, also das, was halt also schon ist, dass wir beide, also sowohl Lisa als auch ich, auch halt sehr, sehr viele Freunde haben, die überhaupt nichts mit dem Laufen zu tun haben. Und aber die uns natürlich als Läufer kennen. Also das ist dann halt klar, dass bin auch super gern immer also im Camper unterwegs, dass ich dann, wenn ich dann halt mit Freunden dann campen bin, wissen die halt einfach, dass ich dann halt morgens um 6 Uhr schon den ersten Berg hochlaufe und die denken ja, okay, dann schlafen sie aus und dann können wir aber alle zusammen dann frühstücken. Also, dass die da halt volles Verständnis dafür haben, das super cool finden, aber keine Chance, dass sie das nur annähernd auch selbst machen wollen würden. Und dass es aber halt super bereichernd ist. Oder Lisa halt auch in Berlin viele Freunde aus der Musik oder Schauspiel hat. Dass es halt schon cool ist, dass oder andersrum auch die Gefahr besteht, wenn man halt so begeistert vom Laufen ist und sich dann halt nur noch mit Läufern umgibt, dass das Leben dann auch nur noch aus Laufen besteht. Und das ist was ich jetzt am Wochenende dann für mich realisiert habe, als der Wettkampf nicht gut gelaufen ist. Dass es auch dass es ein schönes Gefühl ist, dass man merkt, dass eine Seite oder ein Teil von einem halt super traurig und enttäuscht ist
uns aber noch mehr Teile in einem gibt. Also, dass ich gemerkt habe, okay, aber das ändert nichts an meiner inneren Grundzufriedenheit und auch nicht an meinem Wert als Mensch halt irgendwie, dass ich halt jetzt als Sportlerin keine gute Leistung gebracht habe. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man, ich werde immer laufen, ich werde immer Läuferin sein, aber ich bin halt mehr als einfach nur eine Läuferin. Ja, und ich glaube, also Läufer oder Langstreckenläufer, wenn man sich mal so umschaut, auf Martin Grüning oder halt in Berlin bin ich oft mit Uta Pippig, eine gute Freundin oder eine gute Freundin von uns zusammen, sie sind halt einfach Lebensläufer, auch Dieter Baumann, so, die werden ihr Leben lang laufen und das ist halt einfach so ein Teil von ihnen und ich glaube, das haben wir auf jeden Fall in uns, dass ich mir nicht vorstellen könnte, also warum soll ich irgendwann aufhören zu laufen? Vielleicht keine Wettkämpfe mehr, das kann auf jeden Fall sein. Vielleicht werden sich die Strecken verändern, ja, aber Laufen wird halt immer ein Bestandteil meines Lebens bleiben. Mhm. Schön. Okay, zuerst die Frage, habt ihr eine Lieblingslaufstrecke? Es ist jetzt random aus der Reihe, aber ja. Ich wollte es unbedingt fragen. Ich liebe solche Fragen. Du könntest also so bei uns dabei sein, irgendwie, das sind so typische Fragen, die wir uns immer so stellen. Was ist deine Lieblings? Okay, Anna, ich habe dir Zeit gekauft. Was antwortest du? Okay, also wichtig bei so einer Beantwortung der Frage ist, das ist ein momentan Gefühl, das ist genauso sowas wie Lieblingsessen. Das heißt nicht, dass ich in 50 Jahren noch dasselbe sagen muss. Oder Lieblingsschwester. Nein, genau. Lieblingsbruder ist einfacher. Lieblingslaufstrecke würde ich jetzt spontan sagen auf Madeira. Genau, also da bin ich im November letzten Jahres den Ultra Trail gelaufen. Und das war einfach so, wow, mindblowing, schön, dort Trail zu laufen, so abwechslungsreich, ja, so viel Natur, so viele Blumen, so herausfordernd, also das sind wir dann auch ein Teil durch halt so ein, ich weiß nicht, wie viele Meter der lang war, halt einen Tunnel gelaufen, der halt kohlrabenschwarz war, ja, das ist, ja, deswegen würde ich jetzt gerade sagen, also die Lieblingslaufstrecke, was nicht heißt, dass ich das natürlich am häufigsten laufe, aber die, wenn ich dran denke, ich einfach nur denke so, wow, was für ein cooler Lauf, dann sage ich Madeira. Okay, und Lisa? Ich würde einfach mal die Einschränkung machen, da ich in Berlin bin und so begeistert davon bin, wie genial man in Berlin laufen kann. Das ist wirklich krass, was viele, glaube ich, noch gar nicht wissen, irgendwie was für viele Laufstrecken es dort gibt. Und da meine, oh je, jetzt fällt mir noch eine Methode ein. Jetzt muss ich mich entscheiden. ja, ich sag trotzdem die Crossrunde im Grunewald. Also Grunewald ist die größte Stadt Wald Europas, glaube ich. Also richtig, richtig groß. Da kann man richtig schöne Laufrunden laufen. Man kann sich super fair laufen. Und da gibt's halt auch super viele so trailige Mountainbike-Wege, also so wirkliche Waldwege, dass man das Gefühl hat, oder man ist mitten im Wald. Und da haben wir so eine Runde, die so je nachdem plus minus 20 Kilometer ist, mit immer wellig und man begegnet so gut wie niemandem, was sehr schön ist. Und die liebe ich. Also das ist für mich ja wirklich Freiheit, Erholung und auch anstrengend, aber wahrscheinlich meine Lieblingslaufstrecke. Und das ist tatsächlich dann auch immer eine coole Strecke, wenn ich in Berlin bei Lisa bin, weil da treffen sich quasi unsere zwei Welten. Mhm. Also das ist eine hügelige Strecke. Und genau, also das ist dann der Mix aus eben Flachstraße und bergig. Das ist dann halt eine Einheit, die wir dann super gern zusammen machen, weil es dann halt witzig ist, weil wir halt von so zwei unterschiedlichen Seiten kommen, wo man dann merkt, sobald halt flacher ist, drückt Lisa, sobald der Berg hält oder noch eher halt mal ein bisschen technisch runtergeht, fliege ich vorbei. Und das ist dann halt cool, aber halt so eine Strecke zu haben, die da dann quasi beide Welten verbindet. Okay, das heißt, wenn ihr die zusammenlauft, dann seid ihr danach immer gut müde, weil es dann sehr anstrengend wird. Ja, und niemand wird sich anmerken lassen. Genau. War gut, ja, war gut. Naja, sehr schön. Naja, das hat ja auch einen guten Trainingseffekt. Aber jetzt möchte ich noch mehr Lieblingsfragen stellen. Kommt ja. Eine noch. Also das momentane Lieblingsessen?
Apfelstrudel, sage ich. Also weil ich jetzt gerade wieder von einem Freund, einem Schotte, der ist gerade in Österreich, in Leutasch, und hat mir ein Bild von Apfelstrudel geschickt, wo ich nur dachte so, boah, ey, also da kann man sich reinsetzen. Also das ist halt nochmal Apfelstrudel in Bayern oder Österreich ist halt wow. Also dann noch mit Vanillesoße und Sahne, keine Chance. Also bei mir wird, glaube ich, auf jeden Fall was mit Streusel. Wer bei mir schon mal gefrühstückt hat, was in Berlin schon so recht bekannt ist, so nach einem Lauf morgens zu frühstücken, bei mir wird es immer irgendwas so einen Streuselauflauf geben. Also ich mache den auch manchmal so frühstückhaft mit halt nicht so viel Zucker, aber richtig geilen, dicken Streuseln und dann irgendwie Marillen oder Aprikosen, wie auch immer man sie nennen möchte, im Ofen schön zu, dass sie so richtig schön ja saftig und süß werden, oder wenn Zwetschgenzeit ist, schön zwetschen und dann die Streusel drauf. Das könnte ich täglich, mehrmals täglich essen. Ja. Ich möchte noch einen Joker ziehen, weil ich habe gerade gemerkt, es tut mir leid für die Pizza, ich habe die völlig vergessen, also die muss ich noch erwähnen, weil Pizza und ich sind so, also es würde mir jede Pizza übel nehmen, wenn ich sie jetzt nicht im Podcast erwähne. Also an alle Pizzas dieser Welt, ihr seid mit Nummer eins neben dem Apfelstrudel. Es ist auch eigentlich gemein, dass ich nicht in süß und herzhaft unterschieden habe. Schon. Also eigentlich muss man ja Lieblingsessen herzhaft und Lieblingskuchen. Voll. Also Dankeschön. Sagen. Also süß war Nummer eins Apfelstrudel und herzhaft ist die Pizza. Bei euch beiden? Ja, ich muss ein Plädoyer für die Süßkartoffel halten, weil ich finde Süßkartoffeln eigentlich das Geilste, was es gibt, weil man sowohl morgens irgendwie, wenn man es als frei macht, dann ein bisschen irgendwie Joghurt dazu oder Obst und Nussmus, ist das eine Mahlzeit? Schon, oder? Nussmus ist eine Mahlzeit. Kalorientechnisch glaube ich schon. Ja, also ich glaube Nussmus ist meine Lieblingsmahlzeit. Irgendwas drunter, egal was. Hauptsache Nuss muss drauf. So Universalveredler. Genau. Also so Süßkartoffel im Ofen und dann ein dick Nussmus drauf und ein bisschen Obst oder so. Also Süßkartoffel ist halt wirklich, weil ich halt auch super verträglich aus der Zeit, wo ich halt nicht viel vertragen habe, ist es halt eine super Möglichkeit, weil es eigentlich jeder essen kann. Und selbst Kinder als Süßkartoffelbrei und oder als Ofen und Süßkartoffel mit irgendwas, mit Nussen. Ach, die Frage war ein bisschen unklug. Jetzt knurrt mir natürlich total der Magen. Jetzt hört man immer auf zu reden. Nein, die Frage war auch gut, weil das waren gute Antworten. Ich habe jetzt schon Inspiration, was ich heute noch so essen werde. Ich finde das ganz toll, wie viel Lebensfreude und Lauflebensfreude ihr ausstrahlt. Und daraus ergibt sich dann vielleicht noch so die Frage, welche Tipps könnt ihr den Leuten geben, um sich so zu motivieren und dran zu bleiben, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, was ja bei euch auch schon der Fall war. Und dann aber zu sagen, ich mache weiter und ich bin mir sicher, das wird wieder. Ja, da kann ich direkt jetzt quasi vom letzten Wochenende berichten von meinen Gedanken da. Also das ist auch in dem Moment, also jetzt situativ quasi, wenn man halt gerade läuft und es fühlt sich gerade gar nicht gut an oder man kommt gar nicht in den Lauf, ins Training oder in den Wettkampf rein, dann trotzdem als Hauptgefühl nicht irgendwie Wut oder Ärger oder Enttäuschung oder irgendwas zu haben, sondern als Hauptgefühl Dankbarkeit, dass man trotzdem laufen darf. Dankbarkeit, dass man, wie ich, dann halt auf La Palma laufen darf. Also quasi den Fokus immer auf ein positives Gefühl zu setzen. Und das hilft nicht nur beim Laufen, sondern auch im Leben. Und das, was ich halt festgestellt habe, dass halt manche Momente, so schlimm die auch waren oder halt in dem Moment halt richtig ätzend, dass solche Momente trotzdem ein Leben langfristig in eine gute Richtung lenken können. Und deswegen vielleicht halt so ein bisschen davon wegkommen, so Momente immer in gut oder schlecht zu unterteilen, sondern halt, ja okay, in dem Moment hat sich nicht so gut angefühlt, aber bin ich mal gespannt, wo mich das halt irgendwie langfristig hinbringt. Und das ist was wir halt festgestellt haben, wenn wir auch so die ganzen Jahre zurückblicken, dass oft halt die Momente, die halt nicht so toll waren,
dann aber den Lebensweg in eine Richtung gelenkt haben, für den wir halt jetzt mega dankbar sind. Ja, und was auch hilft irgendwie, wenn man irgendwie die Zeit, also wo es halt mit dem Laufen oder auch insgesamt dann nicht so gut war, sich immer wieder neu fürs Laufen entscheiden. So, also wie in einer Beziehung, irgendwie das nicht so dahin plätschern zu lassen und zu sagen, okay, war schon immer so, wir waren schon immer zusammen, Laufen und ich jetzt. Ich mache das jetzt einfach mal weiter, auch wenn es irgendwie gerade sich nicht gut anfühlt, sondern irgendwie sich zu fragen, okay, eigentlich, ich habe ja theoretisch die Möglichkeit aufzuhören. So. Oder eine Beziehungspause einzulegen. Ja, genau, oder eine Beziehungspause einzulegen, irgendwie mal anders umzuschauen oder so. Oder halt so nicht auf mich schließen. Oh Gott, was rede ich hier? Aber jedenfalls, wenn man sich neu dafür aktiv entscheidet, dann ist das halt ein ganz anderes Gefühl zu sagen, so, ja, ich habe noch Lust drauf, ich will das machen. Und dann nimmt man es vielleicht auch an, wenn es am Anfang halt immer noch nicht so irgendwie ganz rund läuft. Aber man macht es halt, weil man es machen möchte. Also, weil es in dir selbst ist und nicht, weil irgendwelche anderen sagen, ja, wann läuft denn das nächste Mal? Sondern man sagt so, ja, weil ich will irgendwann wieder laufen, ich will einen Wettkampf laufen. Und genau. Ist halt auch einfach schön laufen. Also, ja. Ich glaube, solange es uns Spaß machen wird und irgendwie ein gutes Gefühl gibt, ja, sind wir dankbar dafür und machen das weiter. Da bin ich auch ganz zuversichtlich, dass ihr das noch lange weitermachen werdet. Also sehr wertvolle Tipps auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Genau, Stichwort weitermachen. City Night und Zugspitz Ultra Trail haben wir schon gehört, dass man euch da treffen wird. Habt ihr vielleicht schon andere langfristige Ziele? Keine Ahnung, irgendwie große Rennen oder bestimmte Zeiten auf Distanzen, irgendwelche Ziele, die ihr noch angehen wollt, die ihr schon wisst. Man weiß ja nicht, was noch so viele Ideen kommen, aber genau. Ja, also, ja. Lisa, fang du an. Also, bei mir, Distanz steht halt auf jeden Fall fest, 45,125 Kilometer. Ich merke, wie ich halt so krass dafür brenne, wieder einen Marathon schnell zu laufen, so, weil meine Bestzeit jetzt doch schon einige Jahre her ist. Und das treibt mich halt jeden Tag im Training an. Ich weiß jetzt noch nicht konkret, also im Kopf weiß ich natürlich den Ort, wo ich den nächsten laufen werde. Werde aber jetzt erstmal schauen, wie die nächsten Wochen so sind. Und dann wird das im Herbst irgendwo sein. Genau. Mich wird man dieses und nächstes Jahr, also so viel spüre ich, kann ich sagen, auf den Trails oder in den Bergen wiederfinden, weiterhin. Und da merke ich, dass ich, also auch jetzt den Schritt zu sagen, ich laufe halt den Ultra, den 83-Kilometer-Lauf, da möchte ich ja, neue Dinge erleben und halt mich weiterentwickeln. Sachen machen, die ich halt noch nicht gemacht habe. Und da halt auch ja, merke ich, dass ich Bock auch auf Rennen habe, die noch technisch anspruchsvoller sind, wo man halt nicht einfach nur läuft, sondern dann vielleicht noch ein bisschen mehr technisch in den Bergen unterwegs ist. Ich finde Etappenrennen mega, mega spannend. Also ich bin im letzten Jahr jetzt zwei Etappenrennen gelaufen, einmal St. Moritz und einmal auf den Azoren. Und das ist was ich auch cool finde, dass man, also das hat so ein bisschen Tour de France-Feeling, finde ich, weil man halt nach einer riesen Belastung weiß, man schläft jetzt und muss darf am nächsten Tag dann schon wieder los. Ja, also von daher kann ich mir vorstellen, dass ich da auch in die Richtung was machen werde im nächsten Jahr. Ja, aber erstmal all eyes on Zugspitz Ultra Trail. Sehr cool. Und ich glaube, der ist sogar am Wochenende, wenn der Podcast rauskommt, oder? Zugspitze ist am 16. Juli. 16. Juli. Und dieser Podcast erscheint am 15. Yeah, also kann jeder sich mit mir energetisch verbinden und dann schicke ich euch quasi Grüße von um die Zugspitze herum. Um die Zugspitze herum. Sehr cool. Dann wird das aber sowas von gut werden. Aber hallo. Sehr cool. Ich glaube, ihr macht auch relativ viel Social Media, Instagram. Da kann man euch sonst auch
bestimmt folgen und genau. Kriegt das dann das alles. Das ist dann immer cool, dass dann halt, wenn ich da halt dann in den Banken unterwegs bin, Lisa ja dann zum Glück dann schon mal irgendwelche Infos immer posten kann oder so. Ja, da muss ich auch mal ein großes Dankeschön an unsere Community sagen, weil wenn ich irgendwie, ich bin meistens gar nicht so, ich keine Ahnung, wo die immer die Infos finden, wo Anakan liegt oder wie Zwischenstand ist, aber die markieren dann einmal eine Story oder schicken mir das und ich poste das immer und alle immer so, oh Lisa, du weißt ja so gut Bescheid und so. Also bitte weiter so machen, weil dann kann ich das hier alle irgendwie veröffentlichen. Das ist eine richtig coole Zusammenarbeit immer. Sehr, sehr cool. Ja, das große Laufteam, die Läuferwelt. Ja, genau, schon. Wirklich. Eine große Lauffamilie. Ja. Sehr schön. Ja. Besser können wir eigentlich diesen Podcast gar nicht beenden. Es hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht. Das war toll, was ihr erzählt habt. Vielen Dank dafür. Alles, alles Gute. Dankeschön. Und allen Zuhörern viel Spaß beim nächsten Lauf. Also einfach rausgehen, genau, Laufschuhe anziehen und auf den Waldwiesen, Wegen und Straßen dieser Welt genießt das Laufen. Das ist doch eine tolle Botschaft, oder? Da möchten wir von Runner's World uns auf jeden Fall anschließen. Geht raus und habt Spaß am Laufen. Und jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die wir am Anfang ja versprochen hatten, nämlich den Rabattcode. Wenn ihr gerne ein Joyball probieren möchtet, wenn ihr da online bestellt, wir verlinken euch das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes, dann gebt doch gerne den Code TRINKEN20 ein und dann bekommt ihr 20% Rabatt. Genau, also probiert es gerne mal aus. Probiert es auch gerne mal aus, unseren Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Dann bekommt ihr nämlich automatisch mit, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist in 2 Wochen der Fall und bis dahin sagen wir ganz viel Spaß beim Laufen und wir hören uns.